Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Lion King Mod in Minecraft. Und ja, wir haben die letzte Folge beendet, wo die Sonne untergegangen ist. Jetzt ist sie untergegangen. Und ich denke einfach mal, ich bin auf Peaceful. Verdammt. Und ich denke einfach mal, wir legen uns schlafen. Und lassen es Tag werden. Was ich mit euch in dieser Folge machen wollte, ist, dass wir nochmal in eine Höhle gehen. Ah, das ist ja cool. Dass die Zahlen daraus ploppen, ist der Damage Indicators Mod, habe ich dir vorgestellt, ja. Vor einer Woche, wann war das? Ja doch, vor einer Woche, vorletztes Wochenende. Ja, vorletztes Wochenende dürfte es gewesen sein. Da habe ich die Mod vorgestellt, das ist genauso wie wenn ich mal zu einem Tier hingehe. Sag ich mal zu dem Gamsbock. Dann kommt links oben der Gamsbock und da steht Gamsbock daneben. Und ich sehe, wie viel Life er hat und so. Die Mod habe ich vorgestellt, ist ganz cool eigentlich, weil Sprachfehler Force Wind und so. Weil wie ihr seht, es klappt auch mit Tieren aus Mods. Giraffe sieht man jetzt nicht, weil die viel zu groß ist. Bei dem Viech würde es mich mal interessieren, wie es heißt. Das ist ein Dick-Dick. Coole Sache. Aber wie gesagt, die Dick-Dicks machen noch nichts. In der Mod. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt spiele. Kann sich natürlich schon geändert haben. Sind da Käfer drin? Nein, aber ich habe das noch offen. Das kann ich wieder wegmachen. Meine Rüstung sieht irgendwie komisch aus. Hatten wir jetzt eigentlich noch Silber? Ja, da haben wir noch Fleisch. Silber. Da würde ich nämlich... 10... 24... Viel brauche ich gar nicht mehr. Da würde ich uns nämlich eine komplette Rüstung machen. Das hatten wir nicht. Eine Hose hatten wir noch nicht. Aus Silber. Tun das Silber wieder zurück. Und ziehen die auch schon an. Denn dann sind wir schon mal besser gerüstet. Wir bräuchten jetzt aber vielleicht nochmal eine zweite Kiste. Das können wir auch nochmal machen. Plopp. Und dann brauchen wir Holz. Haben wir Holz? Ja, wir haben Holz. Jetzt haben wir... Toll. Das war ja mir wieder logisch, dass ich sowas auf die Reihe bekomme. Wir stellen den einfach mal dahin. Und ja, wie gesagt, wir gehen diese Folge in eine Höhle. Wenn ich eine auf die Schnelle finde, eine neue. Oder eine größere, sagen wir es so. Denn wir wollen noch... auf jeden Fall mehr Hyänenknochen, sonst kommen wir ja gar nicht weiter. Wir haben ja vor der Folge die ganze Zeit überlegt, was wir machen können, weil rein theoretisch haben wir schon alles. Aber dann ist mir eingefallen, warte mal, wir haben die Standard-Quest von Anfang an noch nicht mal. Wir waren zwar schon bei Timo und Pumba, aber wir haben die Standard-Quest noch nicht mal. Und da habe ich mir dann gedacht, machen wir die doch mal. Und das ist, finde ich, auch vernünftig. Wir haben jetzt noch den Turner-Digger, wir haben die Pridestone-Pickaxe und was ich jetzt nochmal schauen wollte. Jetzt brauche ich normales Holz. Ich wollte nochmal schauen, wie man eine Bongo craftet. Nee, so craftet man eine Bongo. Okay, wir craften uns erstmal eine Bongo, wenn wir Zebra... Naja, uns fehlt natürlich Zebra-Haut. Also gehen wir auf Zebra-Jagd und holen uns nochmal ein Zebra-Haut-Dings, damit wir uns eine Bongo bauen können. Mit der Bongo kann man nämlich verzaubern. Das Verzauberungssystem hier finde ich saugeil. Bam, tot. Keine Zebra-Haut. Haben wir noch ein Zebra hier in der Nähe? Nee, irgendwie nicht. Haben wir irgendwo noch ein Zebra? Ich sehe jetzt auf die Schnelle keins. Das ist aber... Dann laufen wir ein Stück und finden noch irgendwo auf jeden Fall ein Zebra. Ich weiß gar nicht, wie das hier mit dem Respawn ist, aber so wie es scheint, spawnen hier und wieder. Aber was wir jetzt mal machen können, wenn wir schon mal hier sind, wir haben hier Mais. Den kann man hier abfarmen. Den unteren Stängel würde ich nicht abfarmen. Damit wächst das nämlich, diese Maisstalks. Und daraus bekommt man eben Korn. Aber das wächst total langsam, wie ich finde. Oder ich habe es falsch angebaut, keine Ahnung. Aber ich habe diese Maisstalks, einfach an Wasser gestellt. Und dann soll es rein theoretisch, glaube ich, wachsen. Ist es bei mir aber nicht wirklich. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir dich auch noch mit. Kriegen wir nämlich deine Federn. Und sind schon Level 20. Und hier haben wir auch schon Zebras, wo wir dann, ich hoffe, nur eins töten müssen. Ja, egal. Ja, doch. Mehr brauchen wir ja nicht. Und dann geht's jetzt mal zurück. Hier sind ja Timo und Pumba. Da waren wir letzte... das war letzte Folge. Upsala, da haben wir uns das Animal Speaker Amulett besorgt. Und was war das noch? Den Pumba Flatulenz. Also den Forts von Pumba. Was ich saugeil finde. Eines der wichtigsten Items in dieser ganzen Mod. Und ja. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Wo ist der hin? Ist er gestorben? Nach einmal treffen? Okay. Bam. Die sterben ja alle nach einmal treffen. Warum ist der vorher nicht gestorben?
Der ist auch nicht tot. Bam. So. Was wir jetzt aber mal machen, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir den mal mit, weil Holz kann man nie genug haben, sage ich mal. Und es gibt hier so viel verschiedenes Holz in der Mod, dass wir auch noch mal irgendwann mal eine Folge, weiß gar nicht, nächste, übernächste Folge vielleicht, wo wir dann mal durch die Welt laufen, ein paar Biome angucken und davon mal Holz sammeln. Damit wir uns auch ein schickes Haus bauen können aus verschiedensten Holzsorten und ja. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, mit Pumba und Timon, ja, das ist ja eigentlich egal. Mit den beiden kann man handeln, dazu braucht man Käfer, die man unter dem Holz, aber unter umgefallenen Baumstämmen findet. Sehen wir hier gerade mal welche? Ne, da ist irgendwie ein Baum im Boden gewachsen. Ne, umgefallene Baumstämme sehe ich jetzt hier nicht, kann ich da trotzdem rein? Nein. Habe ich Käfer dabei? Nein. Dann müsst ihr Rechtsklick auf Timon mit den Käfern in der Hand machen. Dann könnt ihr mit denen handeln. Aber um genaueres dazu zu wissen, schaut euch einfach die letzte Folge an. Da habe ich das relativ ausführlich gemacht. Oder habe mir da sogar auch Sachen gekauft. Und ich denke mal, das erklärt es dann besser, als wenn ich euch das jetzt so versuche, aus dem Stegreif zu erklären. So, jetzt haben wir Zebrahaut genug. Und wir haben noch Holz, damit wir uns eine Bongo noch craften können. Käfer sind keine drin. Ja, das dauert manchmal ein bisschen und ja. Aber sie ist relativ ergiebig, nachdem das erste Mal da Käfer drin waren, wie ich es finde. Eine Bongo-Trommel. Das könnt ihr mit jedem Holz machen. Sieht dann eben ein bisschen anders aus immer. Kann ich auch noch mal kurz zeigen, wenn wir noch fünf anderes Holz haben. Haben wir hier mal Mango-Holz. Zebra-Dings darüber. Dann haben wir so eine, ja, wie soll ich sagen, orangene Bongo-Trommel. Aber ich mache es einfach mal aus dem Acacia-Holz, davon hat man am meisten und es ist egal, welche Bongo-Trommel man nimmt, weil die sind alle gleich. Fackel machen wir weg, setzen die Trommel dahin und können damit nichts machen. Fällt mir gerade ein. Denn wir müssen erstmal einen Dungeon finden. Deswegen, das war auch einer der Gründe, warum ich euch mit euch in eine Höhle wollte. Machen wir auch gleich. Aber erst einmal nochmal was essen. Essen findet man hier eigentlich genug, deswegen kann man sich auch ruhig immer voll essen. Und was man mit dem Mais machen kann, man kann ihn in den Ofen tun. Und wenn dieser Mais in dem Ofen ist, wir haben sogar einen Setzling. Wir setzen ihn einfach mal kurz dahin. So, ist ja egal wohin. Bekommt man Popcorn. Finde ich so cool. Einfach mal so bei einer Lion King Mod. Okay, so mit einer Bongo daneben backt die Grinding Bow ein bisschen rum, wie ihr das seht, da kann man durchschauen. Normalerweise ist es nicht so, normalerweise ist es so. Aber ist ja auch egal. Ich finde es einfach mal geil, mit so einer mit einer Mod zu einem Film, der eigentlich nichts mit Popcorn, sag ich mal, zu tun hat. Außer, dass man es beim Film isst, meistens. Ist einfach mal Popcorn im Spiel. Das finde ich sau cool. Popcorn. Dafür gibt es natürlich auch XP. Okay, was heißt natürlich? Ist ja nicht mal natürlich. Was wir uns nochmal machen, ist nochmal eine Silberspitzhacke. Denn sonst können wir, wenn wir Peacock finden, das nicht abbauen. Sonst brauchen wir nämlich eine Silberspitzhacke. Und wenn wir schon mal dabei sind, 4, 3, 3. Na, komm, 1. So. So, es war zwar umständlich, aber egal. Machen wir uns jetzt hier nochmal ein paar Sticks. Aus diesen Sticks machen wir uns jetzt nochmal 2 Spitzhacken. So. So. Und das kann da rein. Das rote Zebra tun wir nochmal in den Ofen. Wenn noch irgendwas rohes hier. Ne, aber die Federn können da rein. Das Buch kann da rein. Das Fleisch nehmen wir mal einfach alles mit. Das kann hier rein, das kann hier rein. Erde nehmen wir auch nochmal mit. Entschuldigung. Was nehmen wir denn noch mit in die Höhle? Ja, das sind eben die Käfer, die man findet. Wer die, wie gesagt, die letzte Folge nicht gesehen hat, sollte es nachholen. Givano-Stücke nehmen wir jetzt mal. Kann man die eigentlich in den Ofen tun? Das wollte ich letzte Folge nicht nochmal ausprobieren. Ah ne, das habe ich schon ausprobiert, das ging nicht. Nee. Okay, so, Käfer? Nein. Dann gehen wir jetzt mal auf die Suche nach einer Höhle. Wir laufen einfach mal nach
Hier irgendwo war unsere Höhle, wo wir ja das letzte Mal drin waren. Da will ich jetzt nicht nochmal rein. Gehen wir in den Dschungel? Da habe ich aber nie wirklich was gefunden. Wie ihr seht, oben seht ihr auch, wie viel Leben es noch hat. Ich wollte es eigentlich nicht töten, aber egal. Und das finde ich saugeil mit dieser Modifikation. Was ich nach der Vorstellung noch rausgefunden habe, was denn, aber wo ich da, als ich die Vorstellung schon hochgeladen hatte, wenn man Punkt drückt, kann man noch Sachen einstellen. Enable Portrait, dann ist es komplett aus. Den Skin könnt ihr ausmachen, Potion Effects, die werden da oben auch angezeigt. Pop-Offs, ich weiß gar nicht, was das sein soll, aber ist es da. Wir suchen jetzt hier mal eine Höhle und schauen dann, ob wir da ein paar Materialien finden. Ich finde, das sieht ja einfach nur so geil aus. Und da ist so ein umgefallener Baumstumpf. Da ist auch ein Bananenbaum. Den können wir übrigens auch nochmal irgendwann mal fällen, aber jetzt erstmal nicht. Wo geht's denn? Geht's hier rund? Das sieht mir doch nach Höhle aus. Da ist eine Hyäne. So. Jetzt sieht man auch, wie viel Schaden wir denen machen. Die haben relativ viel Leben. Dass ich jetzt alle Achievements neu bekomme, ist ganz einfach das, weil ich Minecraft neu modden musste, weil eben 1.4.7 und alles. Was mir gerade auffällt, wir sind in einer Höhle und haben keine Fackeln mitgenommen. Also bauen wir hier kurz die Kohle ab und machen uns Fackeln, dafür haben wir das Holz mitgenommen. Boah, Alter, diese Höhlengeräusche sind selbst in der Mod sau schlimm, finde ich. Weil sie einen immer wieder erschrecken tun und so, ja. Kohle, 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 Kohle. Noch mehr Kohle. Alter. Ja, die Kohleflöße sind hier relativ riesig, sag ich mal. Weiß gar nicht, sind es jetzt Adern oder Kohleflöße? Also, so, so. Und wir haben ein... Wir hatten Fackeln. Oh. Ha, egal. Da ist Lava. Da gehen wir gleich mal hin. Und schauen mal, was wir noch so finden. Aber wir nehmen die ganze Kohle hier einfach mal mit. Denn wie ich, glaube ich, in der letzten Folge gesagt habe, Kohle kann man nie genug haben. So, Alter, wie viel Kohle ist denn hier? Also nachdem wir hier in dieser Höhle waren und jede Kohle mitgenommen haben, was wir nicht tun werden, dann hätten wir wirklich genug Kohle. Och, Alter, dieser Vogel. Sasu, du hast mich erschreckt. Die sind draußen, die Hyänen, die ich höre, also gehen wir hier mal rein. Jetzt auch noch runter. Hm. Na, hätten wir auch geradeaus weitergehen können. Ist ja egal. Egal. Hyäne. Geh drauf, so. Hier hinten dann noch einer, okay. Wieder hinter der Wand. Okay, die ist jetzt aber nicht hinter der Wand. Alter. War hier nicht hin. Alter. Jetzt nichts sagen, bei euch sind sie ja leiser, aber mir sind so richtig laut auf dem Ohr. Aber das finde ich besser, wenn die mir lauter auf dem Ohr sind und bei euch leiser, weil dann weiß ich direkt, wo sie sind und darum hat irgendwas Schaden bekommen. Naja, diese Höhlen sind immer so riesig irgendwie. Das ist... Ich finde auch, ich finde es immer noch saugeil, obwohl ich jetzt schon... Es ist wieder Tag, so wie es aussieht. Oh. Komm, stirb. Wir brauchen deine Knochen. Ja, zwei Stück. Geht auch. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon wieder? 7 Stück schon wieder. Geile Sache. Wie gesagt, wir brauchen 64 Stück, um Rafikis Quest zu meistern. Wenn wir die meistern, bekommen wir Rafikis Stab. Das kann man wieder falsch verstehen. Versteht's nicht falsch. Es geht wirklich nur um einen Stab. Aus Holz. Ja. So. Hier mal weiterschauen. Irgendwo geht es wieder noch tiefer.
Ja, hier geht's tiefer, da will ich auch runter, aber woanders runter. Ist etwas verwirrend, wenn da alles immer Schaden bekommt, man das sieht, aber da ist ganz, ganz viel Silber. Da stirbt irgendwas. Das Silber holen wir uns gleich, aber erst in der nächsten Folge, denn die ist hier leider schon wieder zu Ende. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Ciao.